Hallo Leute, hallo YouTube. Heute geht es um das Herzsprung-Russell-Diagramm. Das Herzsprung-Russell-Diagramm beschäftigt sich mit den Sterntypen oder Sternklassen. Sterne sind nicht für ewig. Sie werden geboren, leben und sterben. Und jeder Stern ist anders. Aber es gibt auch Ähnlichkeiten in der Entwicklung, weil alle Sterne müssen sich den Naturgesetzen beugen. Es gibt einmal die Hauptreihe Sterne. Zu denen gehört auch unsere Sonne. Von den roten Zwergen über gelbe Zwerge bis hin zu den blauen Riesen. Hier sieht man die Farbtemperatur, also die Temperatur in Kelvin, und die Leuchtkraft. Schwach, stark. Heiß, kalt. Dann die roten Riesen. Die weißen Zwerge. Und die veränderlichen. Aber bleiben wir mal bei den Hauptdrei-Sternen. Jetzt wollen wir mal gucken, was ist für eine Masse. Wie die Massen verteilt sind. Na? Ich hoffe, ich kriege das gerade hin. Ah, so ist es schon. Ja. Hier sieht man leichte, schwere. Hier ist es, das wäre eine Sonnenmasse. So. So viel dazu. Und jetzt, beim nächsten, sehen wir uns an, wie die Sterne sich innerhalb des Herzsprungs-Russell-Diagramms entwickeln. Der Vollständigkeit halber mache ich nochmal die roten Riesen rein, die weißen Zwerge und die veränderlichen. So, hier sehen wir jetzt wieder eine vereinfachte Darstellung des Herzsprung-Russell-Diagramms. Hier wieder sind die Spektralklassen. Kalt, heiß, Leuchtkraft. Minus ist heller, plus ist dunkler. Heiß, kalt, steht sogar dran. Absolute Leuchtkraft. Fangen wir mal an mit einem Stern, der nur 25% der Sonnenmasse hat. Mal sehen, wie der sich entwickelt. Also, nochmal zur Erklärung. Das ist der Kern des Sterns, das sind die Hüllen des Sterns, das ist das Alter, die Potenz, 9 Nullen. So, das erübrigt sich, das erklärt sich selbst. Und hier ist immer die Position im Herzsprung-Russell-Diagramm. Jetzt machen wir mit einer Sonnenmasse. Neun Sonnenmassen. Groß 15 Sonnenmassen.
60 Sonnenmassen. So, man konnte hier auch gut erkennen, je schwerer ein Stern ist, desto kürzer seine Lebensdauer, weil ja der Druck auf den Fusionsreaktor im Kern stärker ist und um den Stern zu stabilisieren, muss mehr Strahlungsdruck nach außen erzeugt werden. Also muss er mehr Photonen produzieren und das geht nur, wenn die Fusionsrate sich erhöht. Denn jeder Stern wird stabilisiert durch ein Gleichgewicht des Strahlungsdrucks und der Gravitation. So wird jeder Stern stabilisiert. Und wenn zum Beispiel die nächste Brennstufe erzeugt wird, wird im ganz kurzen Moment bricht die Strahlung zusammen, dann gewinnt die Gravitation wieder, drückt so lange zusammen, bis wieder die nächste Fusionsstufe erzeugt wird. Bis hin, wie wir gerade gesehen haben, zum Eisen. Denn Eisen bringt keine Energie mehr, sondern verbraucht Energie. Und deswegen ist Eisen auch das schwerste Element, was durch Kernfusion in Sternen erzeugt werden kann. Alle schweren Elemente jenseits von Eisen werden dann während der Supernova-Explosion erzeugt. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Das war's mit dem Hertzsprung-Russell-Diagramm. Dann wünsche ich euch allen einen schönen Tag noch.